Ja, hi. Ich sitze da warm. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, ciao, ciao. Ja. Hallo. Moin. Ich bin auf dem Rückweg. Von daher trage ich euch jetzt nicht die Gegend. Ich mache jetzt eine Live-Session meines Hauses. Oh. Oh. Ja. Oh, im Chor sogar. Ja, dann. Das ist ja live. Gut, dann. Also Zunker fährt Mit Bahn, dem ja? Auto. Der Zunker geht an der Bahn vorbei. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann starten wir dann einfach, oder was? Ja, von mir aus gerne. Ist die Frage, wenn wir denn gleich auch in was reinhören wollen, dann bräuchte der Zunker ja unsere Ah! Ja, stimmt. Audio-Files. Sonst Verstehe. wartet noch 7 Minuten, dann bin ich zu Hause. Ja. Oder wir können schon mal starten und Ja. schon mal Vorgeplänkel machen, dann machen wir Genau. kurz Pause und sobald du die Daten hast, dann steigen wir wieder ein. Genau. Ja, lieben gerne. Weil finde ich eigentlich ganz witzig, dich so direkt nach der Arbeit zu erwischen. Dann Das werde ich ist hier Santa. von so einem Mob verfolgt, die meinen Happy Namen rufen. Birthday Danke, aber ich. Happy Birthday Fahrt an die vorbei, Kinder. Happy Birthday, lieber Zungen. Nachträglich. Hört ihr den ganzen Kram im Hintergrund auf Ja, oder geht das? das ist auch schön. Also, um das mal kurz hier. Für die Autogequietsche gerade war sehr schön. Für die. Das waren Fahrräder, glaube ich. Für die. Ja, also. Und so. Du bist Jetzt können wir live hören, wie der Zunker ausgeraubt wird. Um das Nee, mal das den. waren so Brauseterroristen, die gerade noch von der Polizei kontrolliert wurden. Um das mal ganz kurz hier vielleicht bekannt zu geben, was hier gerade passiert. Gute Idee. Dass der Zunker ist zu Gast, Ja. eigentlich weil der Ali heute wieder nicht kann. Ach Und so, ich dachte, weil ich mich dreist selber eingeladen habe. ja, aber wir wollten dich eigentlich ein bisschen später. Wir wollten erstmal nochmal die Folgen durchmachen, wo wir alle vorstellen, aber irgendwie ist jetzt schon wieder ein Ausfall. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt hier wussten auch alle nicht genau, was wir jetzt machen sollten. Dann haben wir gesagt, gucken wir den Zunker jetzt schon. Ach, ich fühle mich geehrt. Noch mehr. Ne? Oh, Ja. Zucker! Und der geht gerade von der Arbeit nach Hause. Das ist also ein bisschen, Bayer fährt Bahn mit Zunker, läuft zu Alte Fuß. Scheißhaus. Ja, so ungefähr. Das ist ja gar kein Bier in einem. Nee, es ist ein Moskau, es ist ein Ist das Milchiger der Moskau-Mule, Felix? den ich. Das ist der Nein, Felix. aber Ja. ohne Ja. Kupfer. Ja. Ey, ich habe in meinem So, wo sind Felix? Die Klobürfel hängen an deinem Rucksack, Films? Sammlung nur noch einen halben. Oh Gott. Felix, bleib mal kurz stehen. Du hängst, ich hänge in dir fest. Du hast dich bei mir eingehakt. Stopp, Felix, stopp! Felix, bleib mal kurz stehen! Felix! Alles gut, ich bin befreit. Viel Spaß noch, Kinder. Ist auf jeden Fall schon mal eine Mein interessante erster Versuch Geräuschkulisse. Ja. Bayers Bad und die Straßen von Aber das ist Bayers Friedrichstadt. Bad. Bacht Ja, oder ja. Bad? Viel Spaß noch. So. Bevor wir uns jetzt hier zu sehr aufdröseln, irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht kennen ein paar Leute den Zunker noch nicht. Mag jemand mal den Zunker Gebühren vorstellen? Ja, vielleicht so. Zunker. 2,14 Meter groß. Lange braune Haare. Dieser Mann hat schon zusammen mit, keine Ahnung, mit Bud Spencer die Nachrichten moderiert. Die Olympischen Spiele bestritten im Halma. Jetzt sogar so ein Typ. So ein Typ, wie ich immer gerne Das sage, so stimmt. ein bisschen windiger Typ, Glückliches Wetter. ist immer überall mit dabei, hat seine Finger überall mit im Spiel. Ja, die Die gute Seele des meisten. Stadtteils habe ich immer irgendwie Ja. so ein Gefühl. Ah, gute Seele würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber zumindest Okay. so ein Hans Dampf in allen Gassen, würde ich mal sagen. So ein Also mit, ja, damit kann ich leben. Also ich bin eher der Schalk oder der, weiß ich nicht. Aber ist ja, doch, ich fühle mich geehrt. Die 2,14 Meter stimmen nicht ganz. Ich bin nämlich nur 1,91 1,91. groß. nee, Das ich andere war die Breite. Ja, genau, Ach so. das war die Darmlänge. Ja, werde ich für einiges bekommen, nicht ganz für meine Breite. Was macht hat er? Der Erfinder der Schnapsatmung, gibt's das? auch das. Ja. Und was verbindet den Zunker jetzt eigentlich mit Flissene? Ich war, glaube ich, der kürzeste Bassist, den sie je hatten. Ich Ja, habe also einen 2 Meter, irgendwas Nachmittag ist schon relativ lang, ne? So. Ich habe einen Nachmittag mal bei Ricky im Proberaum Bass spielen dürfen. Er hat mir nach, glaube ich, 30 Minuten den Bass ausgedreht, ohne es mir zu sagen. Echt? Also es gibt eine Aufnahme, wo du Bass spielst, meine ich. Nämlich bei Echt? The Tale of Uli und Kai, meine ich, spielst du den Bass. 2 Töne. Stimmt, stimmt. Mhm. Richtig, ja, Und das. sp
Das, E-Moll und A. Das ist auch das, wo wir dann heute eventuell hingehen wollten, in die Frühaufnahmen, in denen du dann teilweise auch vorkommst oder zumindest die Zeit auch noch mitgemacht hast. Ah. Aber niemals riecht man so ganz. Ein Stück Zunker ist der Flissen immer halten geblieben, denn Bayers Bass. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dein Bass ist zum Bayer gewandert. Ich hörte auch mal die Legende, dass der Zunker in jeder Düsseldorfer Band einmal gespielt hat. Ja, das ist gelogen. Aber das ist doch, also jeder Band, die du kanntest zumindest. Ich sehe mich gerne mal immer als Triangelspieler an oder als besoffen von der Bühne fallen. Oh, das war oder schon so auch Bass damals. Was war denn zum Beispiel mit Shiba? Ich bin selber überfragt. Wie, du bist selber überfragt? Ist das nicht später Callejon gewesen? Nein, also Callejon ist ja doch völlig extern entstanden. Das war ja. Ja, aber das waren doch die Leute. Du wolltest mit diesen Leuten aus der Schule wolltest du eine Band gründen und du sollst der Bass spielen und die sollte Shiba heißen. Ich meine, die hätten dann ohne dich weitergemacht und sich in Callejon umbenannt. Ich krieg das jetzt gar nicht so auf die Reihe. Ich würde das nicht ausschließen. Aber das wäre ja dann so 2 Jahre vor Callejon gewesen. Dann wäre der Bass ja 13 oder 14 gewesen, als wir noch auf den Raucher hochschmuggeln mussten. Ja, wovon reden wir? So ungefähr 2000 oder weniger? Schon davor. So, okay. Genau, ich erinnere mich, dass du mir das erzählt hast auf der Straße zwischen Sweet Bertus und dem Clemensplatz. Wahrscheinlich. Das ist also, warst du entweder auf der Schule oder im Wohnheim? Wahrscheinlich Letzteres oder nie, ich hatte nicht zu Schulzeiten schon. Ja, ich meine, es wird Wohnheim gewesen sein eigentlich, aber ich weiß. Sollte nicht so viel Scheiße nicht reinschüpfen hier. Und was kann man noch erwarten? Hast du noch weitere Ambitionen oder hast du den Bass an den Nagel gehangen? Ich glaube, jetzt ist die Verbindung kurz weg. Ja, er hat aber Letzteres gesagt. Du nicht wieder hören. Ah, okay. Ja. Du schließt gerade die Tür auf. Man kann jetzt hören, wo du wohnst. So, Kinder, ich wechsle einmal das Gerät, damit ihr gleich eure Musik... Ja, wir nutzen jetzt vielleicht die Zeit, dass wir dich mit den Daten versorgen, weil wir wollen natürlich auch Musik hören jetzt gleich. Genau, nämlich vom Zunker. Der Zunker singt alle Flissenlieder und wir beurteilen dann als Szene. Genau, das ist das Vorspiel heute vom Zunker für die zweite Geige. Das macht er direkt. Julius Zunker heißt er übrigens, mit ganzem Namen. Willst du nicht mal dein Insta-Handle hier nennen oder so? Oder Werbung für dich machen? Weiß ich nicht, ich habe ja genug Follower. Nein, Quatsch. Wer mir meine Nacktbilder sehen möchte, kann gerne versuchen, auch auf Litzung bei Insta mich zu finden. Ah, oder wer weiß, was du immer wofür du Werbung machen möchtest. Bei unserem viel, viel geklickten Podcast mit, glaube ich, 10 Abonnenten bisher. Ich finde, ihr braucht viel mehr Reichweite. Ich finde, also es ist ein großartiges Unterhaltungsformat. Das ist sehr schön. Du bist ja auch für die Reichweite dann jetzt zuständig. Sonst hätten wir ja auch stattdessen einfach andere Leute eingeladen. Im Grunde nutzen wir dich aus. Das ist okay. Das macht er. Geben und geben. Ich glaube, auch Reichweite kriegen wir erst, wenn wir endlich mal irgendwie so ein Shitstorm irgendwie auslösen. Ich weiß aber noch nicht wie. Ja, wir könnten vielleicht mal eine andere Düsseldorfer Band. Hier, hey, Toten Hosen, ihr Hurensöhne. Fickt euch, ihr Arschlöcher. Ich will das Bomb gerne ausrichten. Boah, ich habe jetzt gerade tatsächlich die Sachen gefunden mit Liedern wie Knoppers. Ja, das meinte ich ja. Das Teil heißt... wir gehen dann nochmal üben, Ramsch aus 1997 bis 2003. Ja. Wird es hinterher sicherlich dann auch irgendwo zum Download gehen? Gibt es bereits zum Download? Aber ich werde den Link nochmal hier in die Beschreibung rein tun. Ja, man kann auch nochmal ganz klar herausstellen: Geil. Alles von Flissen gibt es umsonst im Netz. Ja, ich glaube zumindest alles. Also ich glaube, dass den Flissen Erotikfilm, den haben wir nur, den muss man bezahlen bei ManyWitz. Ach, da war ich noch nicht dabei. Okay, ich muss mir. Doch, du bist dabei. Ich hab dir doch neulich noch geguckt. Ja, du hast so eine Fliege an und so ein Chippendales-Outfit hast du. Okay, ich sollte mir weniger Drogen von euch geben lassen. Ja, oder mehr. So, ich bin einsatzbereit. Was? Wie bitte? Ich bin einsatzbereit. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie du gerade mikrofontechnisch ausgestattet bist, weil du hallst ein wenig. Dann halte ich mich mal eben zurück. Du sollst vielleicht einen Kopfhörer anziehen, wenn das möglich wäre. Habe ich, aber ich stelle mich auch einfach aufs Handy zurück, weil den Rest kann ich ja... So ist besser. Ihr hört euch ja nicht live zu. Also wir ja, aber der, ja nur...
Ja, ja, gut, aber wir hören den, wir klingen ja alle gleichzeitig an und dann spricht der nicht noch über dein Mikrofon nochmal. Nee, das ist gut. Dann schleife ich mir den einen Kopfhörer sozusagen drin und stecke mir den anderen vom Discord wieder rein und mache Discord weiter über das Headset von gerade. Boah, du bist der Mann mit den 1000 Kopfhörern, ja, genau. Ich sehe schon so ein Bild vor mir mit so Julius, der so überall, wo überall Kabel rauskommen und. Ja, by the way, das war jetzt auch sehr, sehr spontan. Wir haben den Zunker überfallen quasi mit der Idee und wie ist mein Sound jetzt? Hier. Oh, dein Sound ist sehr viel besser. Viel besser. Mega ja, das gut. Ist das iPhone und nicht der iMac. Das. So, jetzt, ich mache ein Foto von mir. Ich habe tatsächlich zwei Kopfhörer im Ohr. Alles klar. Also, das wird das Titelbild dann. Ja, stimmt. Ja, wir brauchen ein Titelbild. Das ist sowieso. Dann, vielleicht zählt der Julius dann an als Gast. Ja, dann zähle ich mal 21, 22, 23. Jo. Boah. Listen, my son, it is fair. Da ist er, der my Julius. My grandfather told it long ago to my father. Sehr gut. And now I tell it to you. Krass, das ist der Song. Listen, my son. Ja. Listen carefully. Was hören wir da jetzt? Ich bin noch verwirrt. Das ist ein Geburtstagslied gewesen für. Oder ein. Aber es war live im Proberaum aufgenommen. Ja. Aber es hatte doch schon einen sehr ironischen Hintergrund. Oder das ging darum, glaube ich, dass der Uli sehr gerne Iron Maiden hört. Nee, Iron Maiden, aber wir haben. Blind Guardian wahrscheinlich. Blind Guardian, genau. Und wir haben versucht, mit unserem Damen können irgendwas in der Richtung zu machen. Deswegen hat das so diesen Robin Hoodigen Style. Dort spielt jetzt der Zunker Bass. Und ja, singt auch mit. Doch, zwei Töne. Oder spielst du da gar nicht Bass? Es könnte sein. Ich meine, du spielst da Bass. Ist da überhaupt ein Bass? Ich glaube, sowas in der Art verlebt sich. Ja, aber ich meine, das war nämlich das Ding, weil das ganze Lied sind nur zwei wechselnde Akkorde und es waren halt zwei Töne, die gewechselt werden konnten. Wie viel hast du schneiden müssen im Nachhinein? Das war, glaube ich, nicht möglich. Wir haben es einfach achtmal gespielt und dann eins war dann diese Version. Zunker, wie fühlte sich das für dich damals an? War das sehr aufregend? Also ich wurde von der Schule mehrfach zu Recht gewiesen, dass ich zu spielen habe. Ja? Du wusstest doch eben schon gar nicht mehr, dass du überhaupt gespielt hast. Jetzt weißt du schon plötzlich geteilt. Ich erinnere mich halt nur an diese Szenerie im Proberaum. Ich war halt sehr kompetent. Und wurde halt zu Recht nur, ja nee, mach einfach die Seite und halt da fest. Aber es hat eure Beziehung nicht nachhaltig geschädigt. Nee, gar nicht. Nee. Also überhaupt nicht. Wir sind dann zusammengezogen im Endeffekt danach. Andere Frage. Was? Andere Frage. Wer spielt eigentlich die zweite Gitarre? Ich denke, der Chrissy. Chrissy. Mit seinem Ibanez-Treter Black Metal Sound. Ja, den hatte er damals, glaube ich, noch nicht. Das war ja, bevor er im Musikalienhandel gearbeitet hat. Ja, der hat zur Schulzeit. Oder? Ja. Ja. Also ich habe meine Eltern gewohnt, hatte ich nicht halt. Das war noch vor 7 Jahren. Und ich und Kai waren doch auch im Abigang jetzt zusammen, oder? Ja. Da war doch auch nicht mit Sigrid zusammen, oder? Ja, das stimmt. Er war irgendwann mit Sigrid zusammen dann. Ich bin der festen Überzeugung, dass in dem Song so ein perfekter Kai Dana ist. Nee. Kai Dana ist der volle Name von Kai. So. Das ist schon. Also Kai war Ulis Freundin. Genau. Der Text, der Inhalt ist sonst doch sehr repetitiv. Ja, es geht einfach nur darum, dass sie im Turm wartet und er durch den Kalkumer Wald geht und irgendwann ankommt und dann Happy End. Nur so ein langer Weg. And it was said that they. Da war sie noch, kommt noch ein Auto vom Julius? Ne, Mittelteil, oder? Ne, Auto. Musikalisches Meisterwerk. Ja, es hätte ja auch passieren können, dass Flissen eine Mittelalterband wird.
Ja, das war, da wären wir kurz abgeschmiert fast. Ich weiß nicht, ich sehe es vielleicht beim Benny, dass er so als Mittelalter-Bare, aber damals hat auch noch nicht, also damals war Benny noch nicht langhaarig, sondern eher kurzhaarig. Und das stimmt, da hatte ich tatsächlich 6 mm und ordentlich Blondierung reingeballert. Also, was hat das gemacht in den 90s, Mann? Ja, Benny hat ja halt der Zwillingsbruder hier von dem Heini von Sound 41 durchgehen können, oder? Also, ja, ja. Bloß, ich glaube, Sun 41 gab es noch nicht, oder? Ja, aber kurz danach irgendwann. Also sind ja auch nicht so viel als wir. Ja gut, das stimmt schon. Wahrscheinlich kannten wir die einfach, kannte ich nicht. Vielleicht kannte ich die auch schon. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich nie groß mit dem beschäftigt. Auf jeden Fall ist das, also Uli und Kai waren Pärchen damals und ja, ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, das hat Uli hatte Geburtstag. Die haben dann den Geburtstag gefeiert in seinem, in diesem Jugendheim in Unterrad. Und da wurde das dann das erste Mal laut gespielt, das Lied. Das war aber nicht wild. Das war aber nicht die Halloween-Party, oder? Die was? Das war aber nicht die Halloween-Party dort, oder? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es Halloween war. Das war eine Party. Früher war Halloween noch nicht so das Ding, ne? Ja, doch, es gab in diesem Geschwisterkreuz, nee, keine Ahnung, wie das hinten in Unterrad auch mal hieß, gab es zwei Partys. Eine ist hochgradig eskaliert und die andere war eher friedfertig. Ich glaube, es war die friedfertige. Also das war auf jeden Fall die Party, bin ich mir relativ sicher, bei der der Ben irgendwann aufgelegt hat. Also ne, an der Stereoanlage war und dann da immer alle Lieder nach der Hälfte abgebrochen hat. Und dann ist immer der Flobber zu ihm hingegangen und sagt, hey Ben, der DJ ist scheiße. Und dann hat wollte der Ben den Flobber verprügeln und war sehr... Das waren so Sachen. Das war so ein Running Gag, wie der Ben ist zu laut, wurde bei Lopez da Silva Probe, glaube ich, sehr oft gerufen. Ja, auch das, Lopez da Silva war eine andere Band von Freunden, mit der wir unser erstes Konzert gespielt haben, wir eben schon mal kurz erwähnt. Es gibt, Ist irgendeiner von denen noch aktiv, irgendwie in aktuellen Bands? Ich überlege gerade. Werbung für machen können? Die sind zumindest, keiner von denen ist mehr in Düsseldorf. Ah ja, okay. Dann ist uns das auch egal. Ja, genau. Doch, das heißt, der Ben ist noch in Düsseldorf, stimmt. Der Elektrikermeister, der ist doch jetzt Chef von Elektro-Ben, Elektro-Schulten. Genau, ich kann wahrscheinlich Werbung für machen. Oh. Das, ich weiß nicht, aber muss man fragen, ob er es gerne hätte. So. Ja, wie war das, was war es für ein Gefühl für dich, das erste Mal mit Musik im Radio gespielt zu werden? Ich bin total geflasht von den technologischen Möglichkeiten, die das Internet heutzutage offeriert. Ja, die Frage ist, ob das nicht damals auch schon gegangen wäre. Ich weiß es gar nicht. Da gab es so, wann die ersten Podcasts, wann das anfing? Ich glaube, so ein Upload hätte wahrscheinlich eine Woche gedauert. Ja, nee, gut, das ist schon. Ben hat doch damals schon wie ein Wilder irgendwie DVDs gerippt. Und so, ja, aber die habe ich aus der Mediathek, also aus dem Tümmers habe ich die mir ausgeliehen und dann eine Sicherheitskopie von gemacht. Und nicht wie ein Wilder, sondern das war dann schon, ich habe glaube ich 2 oder 3 gemacht und das war sehr, sehr zeitaufwendig. Gut, was wollen wir denn nochmal irgendwo anders reingehen in dieser Ära? Hast du da, du hast es ja auch vor dir. Erinnerst du dich an irgendwelche Dinge? Also ich bin ja natürlich ein großer Fan, also von den Sachen, die ich hier gerade vor mir durchklicke, ich bin ein großer Fan von Froschmann. Okay, Froschmann, da hat tatsächlich der Norman letztens ein Ohrwurm von gehabt. Das ist lustig, dass Froschmann so lange überdauert hat. Das ist ein zeitloser Klassiker. Und wenn ich sich mehrere Aufnahmen? Da gibt es Froschmann 2. Und es gibt auch noch sogar auf dem Album drauf. Also gibt es auch eine fertige Version, aber ich würde sagen, hier so eine Frühaufnahme. Die sind auch lustiger. Moment, ich muss erstmal. Froschmann oder Froschmann 2 oder Froschmann? Froschmann 2. Froschmann 2, okay. Okay, alles klar, Moment. Okay. Wer zählt denn hier an? Du bist der Anzählermann. Achso, als Gast hast du die Ehre. Ja, dann 21, 22, 23 und go. Jo. Ups. Spinat. Schön, fünfseitiger Bart. Ja? Ja. Ja, einfach sehr, sehr dumpf. Ich fühle mich wie 16. Ja, ich auch. Wie ein 16-jähriger Zunker. Aber das war eher eine höhere Zeit emotional gesehen. Ja. Und Hoffmann hat so Bandys damals noch so
quetsche ich nach vorne, also nicht böse gemeint, quetsche ich nach vorne die Stimme. Ja, halt so in der Kunstform erhoben ist. Ich wundere mich auch, dass, also das, ich meine, ich mache das immer noch so ein bisschen so, aber das war, ich hätte gedacht, es wäre damals ähnlicher gewesen als das, was ich heute mache. Ich weiß gar nicht, vielleicht hängt das auch ein bisschen an der schlechteren Soundqualität. Nee, Benni hat auch ganz gerne so gesungen, das war halt schon. Okay. Das war, ich habe vorher ganz normal gesungen und dann habe ich das einmal ausprobiert und da hat die gesamte Band direkt gesagt, ja, lieber so. Bobby, mein Haar. Dann möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal was hören, wie du normal singst. Ich weiß nicht, ob es Alter, also ich meine, es gibt ja, ich mache ja viele andere Musik auch, wo ich normaler singe als das, aber dieses gepresste. Ja. Und dann, ich habe dann später irgendwann angefangen, auch so ein bisschen so eine sprecherartigere Variante noch mit reinzubringen. Ne? Also ich mache immer nur jetzt mal so eine Zeile so, aber dann war heute mehr Froschmann würde ich heute mehr machen. So. Ja, also machst du ja für auch gerne, also dann spielst du ja häufig noch. Ja, aber das war, also. Du hast schon so dein Ding. Da gibt es eine Aufnahme von Lady on a Jetplane, mein absoluter Lieblingssong von Fliss, das ist jetzt zu dir. Das ist, ich. Klingt nach einem komischen Cover oder so. Ja, das ist ein komisches Cover, ja. Aber, ja. Gibt es vielleicht Probleme mit Google dann? Ja, das ist gar nicht das Problem. Aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es davon eine Aufnahme gab mal, aber, ich sehe sie jetzt hier nicht. Und, in dem anderen auch nicht. Vielleicht in dem Live-Teil? Nee, ich habe schon geguckt. Da ist nichts in der Art. Okay. Also ich erinnere mich sehr dunkel daran, dass ich Ben mal bei einem Konzert für Irmgard bei Schnurrbusch im Haus über den Sack gegangen bin, diesen Song zu spielen. Ja, da hast du generell den, ich glaube, den haben wir auch schon mal in der Teestube für dich gespielt. Ihr habt ihn, glaube ich, sogar in der. Habt ihr bei dem Brause-Konzert den auch gespielt? Bei dem was? Das kann sein, dass du den irgendwann nochmal. Dass du den bei deinem Geburtstag, ne? Ja. Ja, da ist gut möglich, dass wir den da gespielt haben. Der ist ja auch nicht sonderlich schwer. Den vergisst man halt bloß immer. Und ich habe den Text, also das war halt, ne? Das war, ich glaube, wir hatten die Noten im Proberaum einfach oder den Text davon irgendwie im Proberaum liegen oder so Tabs und haben den deswegen ein paar Mal gespielt und du bist halt dann direkt drauf hängen geblieben, weil man ein Lied, den du kanntest. Ich bin leicht zu ködern. Merke auch gerade. Um die Uhrzeit sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen unkonzentriert. Wir haben jetzt den Song irgendwie gar nicht richtig wahrgenommen. Ja gut, aber den. Ja gut, den Song, also ich meine, wir kennen ihn natürlich auch. Ja, ich nicht. Also, du hast den aber sicherlich auch schon gehört, weil du hast ja die Alben gekriegt und der ist auf der, ich glaube, auf der Delfine Baby ist der drauf. Ich bin immer effektiv, ich höre mir nur die Sachen an, die gefordert werden. Hast du nie gehört? Mehr habe ich keine Zeit. Ja gut, dann halt so. Entschuldigung, dass ich dir deine Welt zerstöre, dein Weltbild. Nee, hast du nicht gemacht eigentlich. Weltbild. Schon völlig in Ordnung. Ich hab versucht, ihn emotional zu erpressen, indem ich meine Stimme verändert habe. Gucken und nicht in die Vergangenheit. Normalerweise. Ja, richtig. Richtig. Alter sind noch nicht angekommen, dass wir in die Vergangenheit gucken müssen. Vielleicht mal irgendeinen, wo wir wirklich alle zuhören müssen. Wie wär's denn mit Mischa und Nadelköpfe? Oh, ach du Scheiße. Im selben Ort, ne? Ja, das Mischa ist das Intro von das Nadelköpfe ist ein Lied gewesen. Es gibt mehrere Lieder aus dieser Frühphase, die im Endeffekt so ein bisschen, ja quasi so ein bisschen rillenpissig eigentlich sind. Also es ist einfach, die Band hat irgendwas gespielt und dann der Text ist beim ersten Mal zumindest irgendwie improvisiert gewesen und da hat sich das so zusammengeschliffen. Und Nadelköpfe ist ziemlicher Quatsch eigentlich vom Inhalt her. Aber das ist mir neu. Der Bayer hat sich da Gedanken drüber gemacht und hat dann halt, Mischa ist halt, wie er interpretiert, was damit gemeint ist. Und er glaubt, es geht um Bergwanderer. Wir könnten also mal erstmal Mischa hören und danach Nadelköpfe 2 oder 2 Cut. Wusste das Cut. Überhaupt nicht mehr. Okay, ich starte mal mit Mischa. Ja. Mit der bezaubernden Stimme des Zunker. Richtig. Oh, also nochmal 21, 22, 23 und go. Nein, Michi, zum Thema Nadelköpfe sagst du reden auch rein. Ach so. Ah,
Ja, es sind halt so zwei so Wanderer, die gehen halt irgendwie auf so einen Berg drauf. Toll, einer fällt runter. Dann ist er halt alleine, der noch übrig ist. Und dann ist dann der Nadelkopf, der noch übrig ist, weil der andere ist tot und Arschlecken, kein Bock mehr. Das ist doch ein mega Hit. Boah, was ist da los, nur? Okay, jetzt wissen wir Bescheid. So, das klagen wir schon nach Bayer und 20 Bier, oder? Ja. Einfach Bayer und in der Schule interpretieren gelernt. Denn hören wir doch mal Nadelköpfe 2. Den Cut oder den das Normale? Ja, dann mach nur über ohne. Hör mal Nadelköpfe normal. Okay, also zwei. Welche ist denn das jetzt? Nadelköpfe 2. Nadelköpfe 2? Na gut. Ja, dann Nadelköpfe 2. Ja, zähle er an. Ne, macht er. 21, 22, 23 und ab dafür. Aha. Ah. Die Gitarre, ja. Genau, da noch das schöne Effektgerät direkt ins Mischpult. Ja. Und die Zerre mag ich auch, ist super. Ja. Black Metal. Ja, war noch funky. Soll die Nadel jetzt tun? Das ist Frank Zappa inspiriert vielleicht. Nein, warte ich aber noch keine Bekanntschaft mit Frank Zappa, glaube ich. Okay. Also mal Musikvideo gesehen, gedacht, dass dieser hässliche Typ, der ab und zu auf Viva läuft. Lief denn Frank Zappa auf Viva? Lief am Anfang, lief der auf Viva. Oh. Das ist mein Metal-Stil. Ich habe keine Rennhaut, dass mit diesem Lied der Antwort fehlt. Das ist uns egal, wir mögen es schön primitiv und darum noch ein paar. Den Ankopf ist tot. Ich war da tot. Die Nadel ist jetzt ganz allein. Was soll die Nadel jetzt tun? Ich glaube, das war die Findungsfarbe. Ganz allein. Ja. Mit der Antwort. Die sind jetzt untergefallen. Ja, ja. Ja. Da kann man schon sagen, uiuiui. Da hat man auf jeden Fall, also meine erste Assoziation sind auch Bergwanderer. Ich meine, im Großen und Ganzen, ja, wenn man den Nadelkopf durch Bergwanderer ersetzt, dann ist das ungefähr das, was du erzählt hast. Nämlich das, aber Bergwanderer hat man auch noch seltener im Haus als Nadel. Ja, aber ich meine, Bergwanderer fallen natürlich öfters herunter und dann ist der andere allein. Insofern, aber also was ist denn jetzt die Intention? Also, worum ging es denn? Es geht darum, dass der eine Nadelkopf alleine ist, weil der andere runtergefallen ist. Ja, aber... Wann hat man, also ich meine, wir sprechen schon von diesen Stecknadeln mit dem Nadelkissen. Ja, das Nadelkissen wird auch, glaube ich, erwähnt. Ja. Okay, meine Fragezeichen werden hier. Das ist übrigens ein Lied, das der Ali sehr gerne mag. Der Ali hat schon mal öfters requested, dass wir Nadelköpfe spielen.
Dann also auch hier nochmal einen lieben Gruß an den Ali, der es heute nicht geschafft hat. Ja, und auch an den Norman, der es heute auch nicht geschafft hat. Ja, gut. Aber der Norman hat sich ja auch noch gar nicht offiziell bereit erklärt. Insofern, vielleicht kommt er irgendwann mal. Nicht seriös genug. Ich weiß es gar nicht, ob Flay ist einfach nicht so sein Ding. Seit wann ging es denn bei Flissen und also zeitgleich um Seriosität? Das ist die neuen Flissen. Oh. So die neuen Leute, also Norman und ich, wir schätzen die Band für ihre Seriosität, sag es ruhig. Arrangements und sehen das als sehr seriös an. Okay, gut. Jedes Tierchen sein Pläsierchen. Nein. Ach ja. Künstlich im Auge des Betrachters. Ja. Schönheit, oder? Kunst? Ist halt eh die Frage, wo wird uns die wilde Reise noch hintreiben, weil es ist natürlich super still geworden um uns, was neuen Kram angeht. Ja, aber er ist ja in Mache, oder? Ich habe gehört, die ist in Mache. Allerdings, sollte die mich ja fragen, ich kriegen diese Antwort schon alles fertig aufgenommen und muss alles nochmal neu aufnehmen. Aber das ist okay, weil ich war zu übereifrig. Ja, und auch lange nicht alles. Ja, stimmt. Ich bin gespannt. Also wir haben drei Songs aktuell in der Mache. Die haben wir aber schon mal live gespielt, glaube ich, alle, oder? Nein. Doch, alle drei schon mal live gespielt. Aber unter anderem in Baumberg. Und das hat halt auch nur die paar Leute in Baumberg mitgekriegt. Insofern. Das Konzert in Baumberg ist auch schon ein paar Tage her, oder? Das ist ein paar Tage her, ja. Aber es ist ja noch länger her, dass wir Releases gemacht haben, insofern. Hm, das stimmt. Aber es ist ja bei Rockgiganten, die brauchen ja 10 Jahre. Ist das so? Tool. Achso, bei Rocky, ich dachte, Rockgiganten wäre die Veranstaltungsfirma von Baumberg und ich habe mich nicht erinnert. Die brauchen aber 10 Jahre, um irgendwas hinzukriegen. Ich dachte, du bedisst jetzt da irgendwie so, Veranstalter. Also, Flissen ist bei mir Mozart, die Mozart, Punkt. Ja, das ist genau, immer Schalk im Nacken und nur im Ruhm ficken. Also zumindest wie Mozart aus dem Film, den echten Mozart, der war wahrscheinlich viel, viel braver. Ja, glaube ich doch nicht mal. Der Mozart war schon für seine Zeit das Äquivalent eines Punkrockers. Na gut, das ist Ich glaube auch, wenn manche klassischen Komponisten die technischen Möglichkeiten und Instrumentarien der heutigen Zeit hätten, dann würden die total abgehen. Wahrscheinlich schon, oder? Die würden sagen. Viele von denen eher im elektronischen Bereich Ja, möglich. Ja. Also zumindest, wenn sie das jung gekriegt hätten. Ne? Wenn sie dem etablierten Mozart gesagt hätten, hier hast du ein Kompi mit coolen Synthies drauf, da würde er sagen, was, die Maschinen, die lösen uns ab. Ihr müsst jetzt, da ist der Teufel drin und sowas wird er dann sagen wahrscheinlich. Und dann, die können halt noch mehr Drogen nehmen, die hätten nicht nur... Oh. Also ich glaube, so ein Motor würde nur 12 werden oder so. Möglich. Ja. Aber ich würde ganz gerne so ein bisschen mal in der Zeit springen. Ja. Nach 2010... mit dem, ich kenne ihn eigentlich fast gar nicht, aber ich finde grandios die Lunge. Die ist scheinbar hier irgendwo okay, dabei. Das ist ein Ding, das könnten wir vielleicht einfach mal auch, wenn die Lunge da, ich bekomme jetzt mal einen von vornehmen, aber okay, vielleicht, wenn die Lunge mal dabei ist, nehmen, weil das ist, wir müssen noch sehr viel ruhiger werden, viel, viel ruhiger werden. Das ist eine Probe im Endeffekt, wo nicht alle erschienen sind und dann Lunge dabei war. Warte, manchmal kommen Leute nicht zur Probe? Ja, richtig. Aber das war natürlich geplant. Es war, glaube ich, also es war generell, ich glaube, das war tatsächlich irgendwie an zwischen Weihnachten und Silvester ich glaube, es waren nur Bayer, Ricky und ich da. Es sind, glaube ich, Rillenpisse mit Lunge. Lunge am Bass. Okay. Und das ist, aber es sind halt alles Impro-Songs. Also das ganze Ding ist sehr lustig. So, da sind viele lustige Dann stellen wir Lunge irgendwann vor, wenn er dabei ist und nehmen das jetzt einfach so hin. Ja, genau. Ich kenne keinen Song davon. Nee, auch nicht. Also doch, der Bayer kennt da, glaube ich, eine Menge. Ja, aber nicht gleichzeitig. Ich meine, wir können gerne mal, die sind improvisiert, ja. Also du kennst zum Beispiel, wir können ja mal als Vorschau, weil das war auch ein Lacher im Proberaum, Peng, das Geräusch von meiner Faust nehmen. Das ist, Also Peng, das Geräusch von meiner Faust. Der Titel geht noch weiter. Genau. Ach, meine Güte. Ja, okay. Ist, gut.
Ja, Entschuldigung, ja. Ach, zählt doch einfach an. Ja, ja, ich zähle einfach mal. 1, 2, 3, 4 und Play. Ich muss noch laden. Ah ja, gut, läuft. Das gelobt von meiner Faust steht da hinten. Das kenne ich aber auch schon irgendwo her. Ja, ist halt noch ein lustiger. Der Gesang ist halt leise, oder liegt das bei... Ja. Ist halt so, wie er da war, ne? So aggressiv kenne ich dich auch eigentlich gar nicht, aber das ist wahrscheinlich das Ausleben einfach verbal. Ja, das ist einfach... danach war meine Aggression auch verpufft. Für Jahre. Und es könnte ja sein, dass vor 10 Jahren, dass du nur ein anderer Mensch warst, der Leute einfach geschlagen hat. Ja, ja. Ja, Bennys Gewaltphase. Ja. Aber das Riff finde ich ziemlich gut. Oh. Ja. Wer spielt da Gitarre, Ali? Ich glaube, der Bayer. Ach, okay. Vermutlich ich. So klingt das übrigens, wenn ich normal singe. Ich finde es ziemlich, also ich finde es also vom musikalischen Arrangement finde ich es ziemlich gut eigentlich. Ja, es ist halt, Impro-Quatschi wieder, ne? So, Also guter Impro-Quatschi. Ja, das ist so, ich mag das, ich höre diese Aufnahme auch öfters mal durch. Da habe ich schon mal. Also ich glaube, das konnte die immer schon ganz gut irgendwie einfach so drauf losspielt und dann kommt schon irgendwas Gescheites bei raus. Ja, zumindest das hat sich irgendwann dann nach und nach ergeben. Vorher stimmt schon, das in den frühen Sachen ist auch vieles so passiert. Ich glaube. Aber ich denke, dass es passiert, wenn man sehr lange zusammenspielt, dass dann einfach auch sowas kann leichter ich fällt. Zum Beispiel irgendwie gar nicht gut oder ich fühle mich da immer super unwohl bei. Also ich muss eigentlich mich immer vorbereiten und so weiter und einfach so drauf losspielen. Natürlich geht das auch, aber weiß ich nicht, fühle ich mich nie wohl bei mit. Ja, ich meine, das ist also eher ein Planer. Ja, aber es ist ja auch selten, dass man dann hinterher sich stolz drauf sein kann, wie sauber und akkurat das alles gespielt ist, sondern das ist halt mehr. Da glaube ich auch nicht um die Sauberkeit irgendwie. Genau, also der Klamauk macht das dann halt wieder gut, ne? Ist das ja gut, weil da gute Ideen manchmal bei rumkommen können und die kann man ja dann ausbauen etc. Ja, kann man auch. Das haben wir selten gemacht. Ganz früh haben wir das halt gemacht, bei so Sachen wie Nadelköpfen. Die haben wir dann nochmal gespielt. Mhm. Und bei Rillenküsse natürlich, wo dann ein gesamtes Projekt daraus entstanden ist. Ja. Man muss aber auch sagen, jetzt gerade, das ist dann leider auch oft passiert, manche Lieder entwickeln sich ja erst so nach 2-3 Minuten. Mhm. Also wenn man sie improvisiert. Und im Prinzip genau da, wo es jetzt hätte weitergehen müssen, haben wir leider aufgehört. Naja. Da war dann plötzlich Ende. Ja, gut, es sind halt natürlich, es wird dann skizziger dadurch, ne? So, aber ja, man hätte halt. Deswegen ist es ja auch und so und ist es ja auch im Bootlegs-Ordner. Ja, ja. Aber mit Cover. Nicht für die Öffentlichkeit eigentlich aber gedacht. Aber eine Sache würde ich trotzdem ganz gerne. Das kam als großartig. Eine Sache würde ich trotzdem ganz gerne hören. Bulle schwafelt beschwipst. Das ist doch bestimmt nur geredet. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht so gut ist für den Staatsschutz. Doch, das ist. Ich glaube. Biepen war dann einfach sehr viel raus. Ja, im Zweifelsfall biepen wir das raus. Ich weiß nicht genau, was ich da schwafle. Das ist keiner, den ich gezielt schon mal angehört habe, aber. Das ist interessant, okay? Ja. Moment, wo ist das? Wie heißt das? Song. Track 4. Bulle schwafelt beschwipst. Incomplete Bulle. Ach, da, okay. Das war sehr kurz. Das klingt verdächtig nach Gelaber. Ich zähle mal wieder an. Ist so, nicht, dass jemand beleidigt wird. 1, 2, 3, 4 und Play. Die Lunge.
Ich dachte, das wäre der Bass-Sound von der Lunge, sorry. Eigentlich viel geilerer Move als mit einem V-Gitar-Pickup Bass auf der Gitarre zu spielen. Umgekehrt auf Bass mit einem MIDI-Pickup abnehmen und einen Gitarrensound drauf machen. Ja. So machen statt. Super, ja. Umgekehrt, wie es der Standard öfters schon ist, mit so einem MIDI-Pickup alle auf der Gitarre, auf dem Bass Gitarre. Oh! Oh! Das ist der Bayer, ja, ja. Klar. Ich glaube, am Bass ist die Lunge. Achso, doch. Ja, ja. Ja, weil ich habe mir jetzt tatsächlich mehr als 100 Geschütz erwartet. Ja, war doch gar nicht drin. Also, nee. Ja. Wie immer eine Enttäuschung. Krasser Clickbait, jedenfalls, ne? Mit dem. Ja. Ich hätte jetzt auch so, weiß nicht, Beleidigung von, wer hat denn damals regiert? Gerhard Schröder erwartet. Mindestens. 2010 war noch Schröder? Ah, nee, war schon Merkel, ne? Ja, ich glaube, Merkel. Oder noch Hitler? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, Schröder war ja nur so ein Augenblinken zwischen Kohl und Merkel. Der hat auch schon. Ja, aber das waren Jahre, in denen ich sehr schnell gelebt habe. Die gingen sehr flott vorbei. Ach ja, stimmt. Das war tatsächlich frühe Pubertät bis späte Pubertät. Und dann war auch da schon wieder da gibt es doch einen Song drüber. Also über schnell leben. Nee, wer ist denn? Was? Hat Flisse nicht auch. Wie heißt denn der Song? Ich komme nicht drauf. Ich hab den Text auf der Zunge. Ja, dann sag doch einfach den Text. Überfällt mir ja nicht ein. Sachen, die so auf der Zunge liegen und dann nicht runterkommen. Ach so, ein Schluck. Und so ein Typen, der darüber. Hadert, dass er sein Leben verpasst hat? Oh, Bürger, meinst du? Ich glaube, ja. Ja, und mein Leben zieht an mir vorbei. An mir vorbei, genau. Ja, ja das ist ein früher, das war als Ska-Song ein sehr früher. Da, als ich noch nicht genau wusste, wie denn ein Ska geht, aber davon fasziniert war. Und der ist aber on-beat statt off-beat, glaube ich, im Original. Ich glaube, der haben wir später gespielt, aber der ist da. Der ist im, wir gehen dann nochmal üben in Ordner auf Disc 2. Boah, wo finde ich denn das nochmal? Wieder. Oh. Ja. Bei welches Album ist es, sagtest du? Wir gehen dann nochmal üben, ist das. Disc 2. Aber dann Disc 2, genau. Ja, genau. 2000. Nie auf einer CD gewesen oder also nie eine Disc gegeben, also hat es nie so gegeben, natürlich, aber es ist in Disc. Ein Bürger. Genau, ein Bürger. Okay. Bin ich blind? Ja. Jetzt sind wir aber das ist egal, wir machen hier ohne Video. Ah, ich hab's gefunden. Also Bürger einfach nur. Ja. 18.11.02. Ja. Was? Achso, wenn du mal 18.11.02, dann bist du woanders. Moment. Ja, ja, weiter unten. Ein Bürger. Flissener, ein Bürger. Ah, genau. Das sind verschiedene Versionen aber vom gleichen Lied. Also. E-Hops. Ja. Jo. Welche du auch nur willst. Muss ich wieder anzählen, oder was? Ja. Du, nicht, du darfst, du hast die Ehre. Genau. Oh, ja, vielen Dank. Dann, wie zähle ich jetzt an? Ja, 1, 2, 3, 4 und Play. Oh. Ja, ein sehr schöner Song. Als Fluss noch Punkrock war. Da spiele ich Bass, ne? Ja. Also tatsächlich finde ich, das ist einer der wenigen flissenden Songs, die jetzt in diesen Punkrock-gesellschaftskritische Moment reinziehen, finde ich. Ja, ja gut, aber damit ist ja dann auch alles gesagt. Ja, natürlich, reicht ja auch. Aber das ist für mich so das erste jetzt von diesen Bootleg-Sachen, die wirklich richtig flissende sind mit den vielen Wechseln. Ja, wir sind ja auch jetzt in dem zweiten. Die zweite CD ist ja auch später. Das ist das, wo Bayer schon Bass ist und so. Und wie passend, ne? Das ist ja schon halb an uns vorbei.
mindestens kalt. Ja, aber ich habe keine Frau und kein Kind und keinen Job. Ich habe mich immer an die Sachen gehalten, dann auch, die ich gesungen habe. Deswegen habe ich mich da später zurück zusammengerissen. Ja, alles richtig gemacht. Ja. Aber ungewünscht ein langer Song. Ja, ich ja, wollte auch gerade sagen. Aber weil das Outro ist relativ lang, glaube ich, einfach. Ist jetzt aus? Ja, jetzt kommt das Outro. Er holt Luft. Warum habe ich Sekretärin gefickt? Warum habe ich meine Chefin geschickt? Und noch keinen einzigen Tag gearbeitet, ne? Und dann so Lieder schreiben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Schulpraktikum schon gemacht hatte, da vielleicht. Ja, ich war am 18. Ich habe mir selber eine Praktikum zu. Ich glaube, wir waren 18 ungefähr, ne? Ja, 98, 17, 17 ja. 18. Also ich war noch eher 15, aber Julius, bist du jünger als wir? Ja, ich wenn er da 15 war und wir 18, 17, dann wird er wohl nach Adam Riese. Also in der ersten Jahreshälfte 98 war ich 15, in der zweiten war ich 16. Mhm. Ich war der Jüngste meiner Schule. Der zeigt sich nicht. Mhm. Gefeiert und Drogen ausprobiert habe ich dann doch schon. Aber Sekretärin ja, gefickt, Briefbombe ja. geschickt. Achso, du solltest mal eine Briefbombe verschicken. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber die sind nicht losgegangen. Wir können Teddybombe erzählen. Das stimmt, das ist ja auch nicht die Message. Die Message von dem Lied ist ja, dass man das nicht machen soll. Das ist der Protagonist macht ja alles falsch. Wie das in Flissenlied übrigens öfters so ist. Wer hier von euch da draußen Flissen hört, weil das alles so sehr euren Lebensstil widerspiegelt, was da gesungen wird, habt ihr es nicht richtig verstanden. Da geht es meistens um Leute, die falsch machen. Ja. Jetzt muss ich sagen, der und tatsächlich, ich glaube, Vorspann und Tut mir leid, meint, dass das ist. Ja, also Tut mir leid, meint, ist immer noch der absolute Evergreen. Genau, Tut mir leid, meint war definitiv das. Hab ich übrigens auch gemacht, ne? Tut mir leid, meint, hast du, glaube ich, die Musik könnte von dir. Also, ich habe den Text auf jeden Fall geschrieben und habe da mir schon gedacht, das ist eher ein Text von so einem Lied als Nadelköpfe zum Beispiel. Ja. Und habe dann hatte so ein bisschen so ein gutes Gefühl gehabt dabei und dann ich glaube, dann warst du im Probe, also irgendwer hat auf jeden Fall den melodischen Vorschlag dazu geliefert. Ja. Und das war das erste Lied. Ja, dann müssen wir jetzt mal reinhören. Das ist ganz unten. Ja, machen wir mal. Welches? Tut mir leid, Maid. Gibt es wahrscheinlich noch ältere Versionen von tatsächlich auf der ersten Disc. Aber, Welche Version nehmen wir denn jetzt hier? 18.11.02. Ja, ja, alles klar. Gut, nehmen wir die. 3, 2, 1. Ja. War übrigens der erste Song auf dem auf der Plastic Bomb Newcomer Section. What? Ja, da habe ich denen damals geschrieben, dass die mal eine Newcomer Section machen sollten und hat denen das Lied geschrieben. Dann habe ich zurückgeschrieben, gute Idee, und dann war das erste. Und dann nie wieder miteinander gequatscht. Ja, nach den bösen Nachrichten der User. Ich sag doch, ein Song, der wird immer heutzutage. Heutzutage was? Ich glaube, so ein Song wird immer heutzutage. Der Zucker ist abgeschnitten, Mann. Ja, der Zucker ist abgeschnitten. Also, beschnitten. Beschnitten, das ist aber manchmal gar nicht wahr. Manchmal ist gut. Ja. Ist es wieder besser geworden? Ja. Ich versuch's einfach jetzt nochmal. Also der Song ist. Ich sag, den Song würde man nur nicht wollte, so textlich wieder weg. Skandal.
Ich weiß gar nicht, ob den. Ja, gleich. Ja, ich sage gleich was. Wenn ich wollte auch mal so kurz drauf haben, was ich da eigentlich überhaupt singe. Also die ganze Geschlechtsumwandlung, vielleicht. Kommt eine Geschlechtsumwandlungsszene da drin? Ja, früher hieß ich Gregor, heute hieß ich stimmt, Holter stimmt. Annette. Stimmt, ja. Ja, klassische. klassischer. Songwitz, aber heute wahrscheinlich nicht mehr ganz zeitgemäß. Weil die Oma-Sache, die kann man sich immer noch rein. Also ja, aber es ist generell jemand Lieder darüber, dass man Leute ablehnt, weil sie nicht attraktiv sind, weshalb auch immer. Naja. Gut, macht man da mal mittlerweile ein bisschen was gelernt. Genau, ich denke, einem 17-jährigen Teenager in den 90ern kann man das wahrscheinlich noch verzeihen. Ich würde es heute nicht nochmal so schreiben. Und ja. Ich habe durchaus ein paar Fehltritte gemacht in den Jahren. Das wollte ich ja gehackt heißt so aus. Ja. Es gibt ja heutzutage auch ganze Musikgenres, die sich um nichts anderes bemühen, als zu sagen, dass dicke Titten geil sind und gedöhnt und ja, meinst du der Rapmusik? Ja, das wird ja durchaus gehört und so. Ja, das stimmt schon, aber das heißt ja nicht, dass ich mich damit identifizieren muss. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch kein verhältnismäßig harmloser Song. Aber es ist halt trotzdem, ich habe ein Ablehnungslied, würde ich heute, glaube ich, nicht schreiben. So. Ja, lieber positive Sachen irgendwie. Ja, nicht mehr das, aber ich meine, ich sag mal, ich habe ja da jetzt nicht zu der Zeit damals, es war jetzt nicht so, als wär mir die Weiber zugeflogen, ne? Also doch, Benni, damals definitiv. Du warst, glaube ich, einer der. Oder ich hab's nicht gemerkt. Der Frauen-Talibat. Ja, für eine Schneidigkeit mit den jungen Jahren schon partiell fast schon neidisch. Möglich, aber ich hatte auf jeden Fall sehr wenig Geschlechtsverkehr trotzdem zu dieser Zeit. Es wirkte so, als hast du jeden Tag auf deiner Matratze in dem Kinderzimmer in Angermund. Nee, aber das auf die Straße. Insofern ist es halt ein bisschen große Fresse, ein Lied zu machen, wo ich sage, ne, Eile, du nicht. Dich nicht. Das war deine Abrechnung. Es wirkte damals sehr authentisch. Ja, das offensichtlich haben die Leute mir das abgekauft. Nee, aber achso. Ja, dann Prost. Prost. Mhm. Ich bin an sich nüchtern, aber trink du mal, Bübchen. Ja, nüchtern, ich muss erstmal auch. Ich verabschiede mich mal ganz kurz, weil ich muss Platz schaffen für das neue Bier. Oh. Ist das schon platzen? Wie kommt das bei dir durch den Darm raus, das Bier? auch die Blase kann doch legendenfolge platzen. Ah, ja, ich denke, das geht. Vollgepisst. Nee, gerade dann halt nicht. Also das passiert dann halt nicht mehr. Dann ist halt direkt innere Vergiftung. Ein Bekannter meiner Eltern hatte mal, der ist mal, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der ist mal nachts, der musste schon beim Schlafen hier ein bisschen pinkeln, konnte aber irgendwie nicht und hat dann irgendwie dann nachts aufgewacht und gemerkt, was ist denn jetzt los, es geht gar nicht, ist auf Vorgang, konnte nicht pinkeln. Dann sind die zum Arzt gefahren oder zum Krankenhaus gefahren und der Arzt hat dann da reingeguckt mit irgendeinem, womit man halt reinguckt so und hat festgestellt, dass da irgendwie eine kleine Verletzung und da hat sich ein Stück Kruste genau vor die Harnröhre gesetzt und hat das dicht gemacht. Und dann, also bloß ne, für alle da draußen, die noch eine Sache mehr haben wollen, um paranoiden Schiss vorzuhaben. Sowas kann passieren. Guck mal, der Jack braucht sehr lange, um neues Bier. Ach, der muss ja Bier wegbringen. Ja, der muss ja Bier wegbringen. Der Jack kackt ja, um Bier wegzubringen. Der Das ist doch eine komische Uhrzeit. Zum Kacken? Naja, also Bayer, hast du festen Zeiten dafür? Ja. Echt? Also kurz vor 8, kurz nach 8. Dann. Ja, warum glaube ich dir das? Naja, ich mache seit 20 Jahren so. Ja, gut. Und du erwartest, dass andere die gleichen Uhrzeiten haben wie du? Das wäre schrecklich. Ja. Da müsstest du immer anstehen. Ich höre das immer. Wenn ich auf Toilette gehe, dann höre ich immer, dass oben bereits schon einer ist und schon ab. Das ist tatsächlich bei mir auch so. Ja. Aber auch nachts. Cool. Jack, wie war das Kacken? Nee, also das würde etwas länger dauern. Ach, ich weiß doch, wie schnell du bist.
Der Herr. Die Kameras, die bei dir im Band zwar installiert hat. Keine Kameras, ich lausche an der Wand. Okay. Na gut, wollen wir noch was hören? Ja. Ja, schlag was vor. Ja, oh, ich hätte eigentlich sehr gerne diese Jodel-Version. Margarete S. Und das ist auch ein. Da geht es um Margarete Schreinemakers und dass sie zu blöd ist. zu blöd ist, ihre Steuerbetrug dicht zu halten. Das war mal so ein Medienaufreger damals. Wo nochmal? Selbes Album. Ja. Margarete S. Jodel-Version 18.11.02. Ich habe es. Ja, sehr, sehr gut. 1, 2, 3, Play. Ja. Kein Diode. Schnell haben wir gesagt. Ja, ganz im Ernst, am Anfang dachte ich, oh, jetzt geht's ab mit den Gitarren und dann irgendwie die Handbremse erstmal voll rein. Okay, das ist auch Ernst Kitt, glaube ich. Das stimmt ja alles. Ey, gib mir mehr Scheiße. Aber ich jodel ja immer. Ja, das ist Jodeln. Ach, das ist Jodeln. Ich muss den Kopf gehabt. Ich glaube, der Ray Cox hat das so benannt. Ich fürchte, da war Alkohol im Spiel. Nein, ich weiß es gar nicht. Doch, sogar. Ah, Jodel. Oh, ja. Beste okay. immer zum Schluss. Also, schön. Ja, sollten wir dann, wollen wir denn die richtige Margarete-Version auch noch hören, weil das war offensichtlich ein Outtake. Muss okay. Ja sein. Margarete, ganz ungefähr. Genau, einfach so, Margarete. Ja, warte, ich stehe bei mir tut mir leid, Mike. Das ist ganz anders. Bei mir sitzt im ersten Drittel. Genau, im ersten Drittel. Frissene Margarete. Ja, ich hab's dann, weiß nicht, 62, 63, 64, Play. Boy. Das ist auch unwesentlich länger schon. Ja. Sehr punkig. Aber ich glaube, ich habe das echt noch im Ohr von irgendwelchen Live-Konzerten. Das ist möglich, das haben wir auch schon mal ab und zu noch mal gespielt, glaube ich. Aber das waren ja alles irgendwie keine geplanten Aufnahmen, ne? Die schon von dem, also was heißt geplante Aufnahmen? Wir haben halt immer davon geträumt, dass irgendwann mal das richtige Album passiert. Aber die waren schon aufgenommen, um den Song zu haben. Aha. Klingt aber trotzdem ein wenig improvisiert. Ja, das war halt, wir hatten halt nicht die Möglichkeit zu mixen, ne? Das ging beide Gitarren in Multi-Effekt-Geräte jeweils und dann direkt in das Mischpult rein. Und der Bass direkt in das Mischpult rein und Schlagzeug mit so einem oder zwei Mikros über das Schlagzeug halt einfach und Gesangsmikro und das alles gleichzeitig rein dann aufgenommen. Ja. Also es gibt ein paar Lieder, die, wo wir Mehrspurversuche gemacht haben, das ging schon irgendwie mit Cool Edit, glaube ich, damals. Ah ja. Hört jemand von euch die Musik gerade im Raum? Nein, also ich nicht. Weil man hört das immer so zwischendurch drinne. Also ich habe zwei Kopfhörer so. Ja. Ist vielleicht an die bei unserem Kopf. Nee, das will ja nicht hören. Nee, also klang für mich, also das klingt einfach ein bisschen räumlich, weil das halt. Naja, kriegen wir ja mit dann. Aber auf jeden Fall,
Ja, das war halt, wir hatten halt damals, wenn wir ein Lied haben wollten, eine Aufnahme haben wollten, dann haben wir halt das im Proberaum so mitgeschnitten und dann hatten wir eventuell welche. Aber die meisten sind halt dann so ein bisschen Trial and Error. Aber da die natürlich trotzdem dann immer am Ende irgendwie rumgegeben wurden an die Band, sind die alle übrig. Also es ist ein bisschen random. Das ist keine von den Sessions, wo wir, denke ich, wirklich unbedingt jetzt eine tolle Aufnahme haben wollten, sondern schon eher so ein bisschen so mitschnippt. Aber ein paar merkt man auch an, dass das so, dass wir dann so 4-5 Mal gespielt haben hintereinander, bis an eine dabei war, die ganz gut war. Ich habe mir gerade das Cover von dem Album mal vorgegeben. Wer sitzt denn da am Mikrofon? Das ist der Roman. Echt, das ist Roman? Ja klar, und das ist auch Romans Mikrofon übrigens. Das eine Mikrofon, was über dem Schlagzeug hängt. Und eins in der Bassdrum. Da sehen wir das Setup. Und rechts ist das Mischpult. Und da hat Roman keinen Bart. Ja, doch, zumindest ein bisschen am Kinn vielleicht so, aber... Ich mach mal kurz einen Testhör und guck mal, ob das eine Lied, was ich mir jetzt wünsche, eigentlich ganz cool ist. Ja, mach mal kurz einen Testhör. Ich geh dann mal kurz aufs Klo. Ja, nimm doch ruhig mit, wie der Eisenmann auch. Das ist okay, kannst du es ruhig mitnehmen. Ich zelebriere mich gerne auf dem Klo in Privat. Ich würde so gerne das Geräusch von deinem Schwanneck hören. das ist aber ein komisches Geräusch. Wenn der Zucker gerade auf dem Klo ist, du schreibst ja dauernd, hallo ihr Zwiebeln. Wo kommt das her? Spontan? Ich schreibe das. Ja. Und das ist spontan, oder ja. Ja, weil das scheint sich ja durchzusetzen. Ja, ich habe es beim ersten Mal geschrieben und dann habe ich das irgendwie beim zweiten Mal sehen geschmunzelt und es dann einfach wiederverwendet. Okay. Weil, ja, also dann können wir ja nochmal, wenn irgendjemand überhaupt durchgehalten hat bis hierhin. Die Zwiebeln hallo, grüßen. Hallo ihr Zwiebeln. Ja. Ja. Ich meine, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann könnt ihr uns ja irgendwie ein Zeichen geben, irgendwie in die Kommentare vielleicht ja. Pi schreiben, soweit wie ihr Pi kennt. Pi. Achso, du meinst 1,141. Vielleicht irgendwie 1,9. 1 irgendwas. 1 und ein paar gequetschte. 1,1. Ja, ich wäre sehr gespannt. Ich wäre sehr gespannt. Ja, generell, man kann den Scheiß auch einfach abonnieren. Das macht ihr doch bei YouTube generell. Ja. Also könnt ihr ruhig machen, ne? Da kommen vielleicht auch mal andere Sachen. Ja, ab nächster Folge fangen wir an, Leute zu beleidigen. Ja, aber andauernd. Also mindestens. Wir können ja schon mal gucken jetzt hier. Ich kann ja auf Facebook gucken, wer uns denn jetzt hier schon wieder geliked hat und wir können die beleidigen. Schon mal Beleidigungen raushauen. Das ist eigentlich. Habt ihr echt nichts anderes zu tun, ihr Spinner, ey. Warum gibt's für ein langweiliges Leben, meine Güte. Warum gibt's Flissen eigentlich nicht auf Spotify? Die korrekte Antwort ist natürlich, weil Spotify Hurensöhne von der Musikindustrie sind. Genau. Ja. Und die andere Antwort ist, weil ich habe irgendwann mal versucht, das da hinzukriegen und das ist ein relativer Aufwand und es geht wahrscheinlich leichter, als ich dachte, aber ich musste dann da irgendwie 20 so Meta-Anbieter gegeneinander abwägen und irgendwie... Ich muss echt nicht sagen, geht einfach auf Bandcamp und oder auf YouTube. YouTube ist auch scheiße, aber Bandcamp und hört euch das da an. Also es ist tatsächlich, bin ich rein ethisch gesehen, halte ich Bandcamp für eine sehr, sehr schöne Plattform und es würde mich generell freuen, wenn Leute mehr bei Bandcamp neue Musik finden würden, die sie noch nicht kennen. Auf jeden Fall. Und das Spotify ist eine als Plattform auch für kleine Bands. Sache sind. Genau, weil das stimmt, ich wollte nur junger Mann und noch irgendeinen Song in meine Arbeits-Playlist im Hetz reinpacken und konnte das nicht. Achso, ja, du kannst natürlich auch andere Songs in das ist übrigens erwachsener Mann und nicht junger Mann. Ja, ich stimme erwachsener Mann, richtig. Junger ja, Mann richtig. ist von den gefundenen Fressen. Hier, Shoutout an die gefundenen Fressen. Jo. Ja. Wir müssen wirklich auch langsam zum Ende kommen. Ja, Hauptsache aber ich komme. Auf jeden Fall. Was ist denn aus mit diesem ganzen Ordner noch Flissenness? Das ist Flissenness. Grandios. Wirklich, was ist das denn? Wir das wäre, also. Ja gut, das im Hauptordner. Ja, am besten in Erinnerung. Der Gast hat das Wahlrecht. Oh, dann nehme ich ja. Ich glaube nicht schon. Da nehme ich ja, guck mal, ich halte gerne bei, ich nehme nicht. Du nimmst nicht on. Nicht on oder doch Glück im Unglück? Ah, schwierig. Ich nehme Glück im Unglück. Okay. Ah, ja. Okay. Aber ich habe das andere angemacht. Ja, dann. Okay. Ja, na gut. Seid ihr bereit? Richtig, ich bin stockbereit. Geht. 1, 2, 3 und Play. Schon wieder hat jemand ein Bier geöffnet. Ja, jetzt sind die Leute verwirrt. Ja, ich auch.
Ja, eigentlich schade, dass man nicht irgendwie so ein Minigame programmieren könnte, wo man halt die Musik nutzen könnte. Irgendeiner von den Tracks ist tatsächlich in einem, im Informatikstudium, da haben wir mal so eine, was war das, eine Bomberman-Version zusammengeschustert als eine der Aufgaben. Und da hat, ich glaube nicht on, habe ich da als Soundtrack dazu beigesteuert. Cool. Ich stehe da total drauf, also ich mag das sehr gerne. Ich auch, ich will auch ganz gerne das Cover nach vorne gucken. Das Cover ist natürlich auch, also die Band, das Album-Cover. Ja, das ist, hatte eigentlich gar keinen direkten Bezug dazu, das ist später dazu geworden, aber ja, das ist, schön hübsch geworden. Aber es geht ins Ohr, es ist halt... Da merkt man dann eben, gerade bei diesen Versionen irgendwie, wie viel Melodie da drin steckt. Ja. Wie man daraus machen kann, zusätzlich noch. So. Ja. Hat aber sehr lange. Ach, da auch noch was. Doch, ja, klar, das ist. Ich weiß nicht. Also, die Geschichte von Glück im Unglück ist ja, dass das so ein Song ist über. Der Originaltext, da geht es darum. Das ist erstmal so ein klassischer: Heute ist ein scheiß Tag, ne? Wo so alles schief geht mit irgendwie Glasscherben in Cornflakes und Kopf gestoßen und sowas. Was hat so passiert? Genau, was hat so passiert an so einem Scheißtag? Und dann am Ende irgendwie so frustriert am Reingehen und dann auch noch das Gras verlieren. Und dann ist das Lied fast zu Ende und dann kommt am Ende aber dieses und dann hab ich's wieder gefunden und dann ist plötzlich wieder alles gut, weil wenn man das Gras wieder gefunden hat, ist halt alles Schlimme, was vorher passiert ist, ist dann gegessen, weil das so ist das mit der Sucht. Logische Konsequenz. Ich hätte mir euch also in so hakeligen 8-Bit-Strukturen vorgestellt, die ihr durch den Proberaum irrt. Ja, auch das haben wir oft gemacht. Wir haben gesagt, komm, lass mal hakelige 8-Bit-Strukturen machen und ein bisschen den Proberaum irren. Und immer jetzt ab nach dem Mikrofon vom Schlagzeug springen ja so Goldmücken raushüpfen. Gold, was? Nee, das ist der Hintergrund dabei ist, dass ich irgendwann mal kostenlose VST-Plugins, die den NES nachahmen oder die den Sound des NES nachahmen gefunden hatte und dann Feuer und Flamme war, dass endlich Flirsene gut klingen kann. Habt ihr damals auch schon irgendwie so Guitar Pro und so weiter genutzt, dass das schon Vorlage oder musstest du das wirklich alles dann nochmal neu? Nee, das ist ohne Vorlage, das ist neu. Ich glaube, das gab es erst ab 2011 oder so. Ja, das ist, glaube ich, mit Cubasis irgendwie. War, glaube ich, ich hatte Cubasis bei irgendeiner Soundkarte dabei, diese abgespeckte Version. Und alles, was MIDI war. Das ist dann ja doch viel Arbeit gewesen. Ja, aber wenn ich aber was hängen bleibe, dann gehe ich auch nicht schlafen. So kennt man den Ding. So, und wie gesagt, die Faszination mit diesen NES-Sounds. Die war schon hoch. Ich habe danach auch immer noch mal versucht, irgendwie noch mal weitere zu machen, aber dann war meine Aufmerksamkeitsspanne sehr viel kürzer. So. Okay. Aber vielleicht irgendwann mache ich noch mal einen. Mal gucken. Oder ich, Wie gesagt, die Zeit rennt uns davon. Wenn ihr jetzt noch was loswerden wollt, dann können wir noch mal ganz kurz was anschneiden. Ansonsten schmeiß mal hier die Schmarotzer raus. Wer sind die Schmarotzer? Bin ich das? Nein, die Zuhörer natürlich. Achso, die Zwiebeln. Ja, die eh nicht zuhören bis hier 2 Uhr nachts. Also, was natürlich nicht bei denen 2 Uhr nachts ist, aber... Vielleicht, weil wo wir jetzt gerade schon bei so elektronischem Kram sind, nochmal eine ganz andere Phase. Ich meine generell diesen ganzen Ordner hier, da könnten wir immer noch mal ein paar Folgen draus machen, aber... eine Kuriosität, die da drin, die selten irgendwo gehört wurde, ist der Song Love Me. Love Me, das ist, ich glaube, das ist auch auf Englisch. Wie gesagt, das ist aus einer Probe eine Impro-Nummer, die sehr, 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 sehr stark bearbeitet ist. Da habe ich irgendwann mal mich mal in Rage gearbeitet. Dann mit einer Probeaufnahme. Ja. Gut, 1, 2, 3 und Play. Fängt an, wie das andere aufgehört hat. Ein bisschen. Oh, das, oh mein Gott. Aber ich verstehe, was du meinst mit in Rage bearbeitet. Ja. Also, es war mal eine Gitarre, oder? Ja, das ist eine Gitarre. Und vielleicht waren doch keine Drums dabei, sondern das sind einfach Elektro.
wie ich ja gar nicht wissen, wie das Original geklungen ist. Das war bei der Stampfphase. Langen was? Einen langen Lackmantel mit der Schwarzbrille. Ja, das ist schön, dass du visuelle Assoziationen hast. In so einem Nudelfieber. Das ist auf jeden Fall hier schon Gothic-Szene, ja? Industrial Gothic, irgendwas. Ja, du kannst deine Stamm. Oh, das ist aber jetzt geklaut. Und für den Widermantel natürlich seine Frank-Mahatsch. Oh. Naja, jetzt geht's nochmal Beine breit. Sehr weit voraus schon. Das ist ein Spagat. Ich höre das zum ersten Mal. Eigentlich das im zweiten und zehn? Nee, ja, schon, ich glaube, was später. Ich denke, Gitarrenkram mit Elektronika ging gerne in diese Richtung, ne? Ja, der Beat ist halt sehr. Der was? Der Blut darin ist halt auch sehr. Ich hab so halt mit dem Kick 3 getan. Was bei MPG ein. Ja, du hast immer so ein bisschen Ausfälle, Julius. Ach, sorry. Ich hab. Also auch ohne Mikrofon. Ja, das ist normal. Ist ein Altersfrage. Real Life, ne? Im Real Life. Genau. Ja. So, ihr Zwiebeln. Da ist uns dann irgendwie die Aufnahme ein bisschen noch abgeschmiert. Das waren aber sowieso nur noch 5 Minuten, deswegen bin ich hier nochmal alleine am nächsten Tag. Hallo! Und sag dann nochmal im Namen von allen Tschüss. Das ganze Ding hat sich nochmal etwas über eine Stunde weitergezogen. Da gibt es irgendwann nochmal eine zweite Folge mit dem Zunker, der alten Gastzwiebel. Und ja, ich lasse euch jetzt hier an dem Punkt alleine und schmeiße ins Outro. Nochmal liebes Grüße an den Ali, der hoffentlich bald wieder dabei ist, und den Norman, der vielleicht irgendwann mal dabei ist, wenn er mal Lust hat. Schauen wir alle, und jetzt reicht's langsam. Die Band müsste auch schlafen. Tschüss.